Das geht. Mit dem Löffel geht das genauso gut. Also. Jetzt kommt er mit dem Löffel. Mein Gott. Jeder Anfang ist schwer. So. Okay. So. Also. In der Zwischenzeit habe ich jetzt unseren Melonenkaviar schon in so der Show halber, das soll ja ein bisschen nach was aussehen, in kleine Kaviardosen abgefüllt. Wahnsinn. Und habe das ein bisschen mit einer Passionsfrucht noch mariniert, also beträufelt. Okay. Und dazu kommen jetzt noch ein paar Parmaschinkenröllchen. Haben wir noch ein bisschen Parmaschinkenröllchen dazu. Super. Und dann garnieren wir das Ganze noch mit einem Minzblatt aus und dann ist das so eine schöne Vorspeise oder Appetizer oder wie auch immer, den man an Silvester oder Geburtstagen auch vormachen kann. Und auch bei dem Steak, die kann man schon vorher anbraten. Kannst du dann wie lange können die eigentlich im Ofen bleiben, ohne dass sie jetzt wirklich durch werden? Kann man sagen, mit 60 Grad kann ich die den ganzen Tag liegen lassen? Den ganzen Tag vielleicht nicht, aber man kann es zumindest in der Zeit überbrücken. Aber man hätte das jetzt heute Mittag schon, das Gemüse kurz anschwenken, hätte das in so eine feuerfeste Form legen können, das Fleisch oben drauf. Dann in den Kühlschrank gestellt und wenn abends die Gäste kommen, noch mal 10 Minuten in den Ofen, fertig. Und da wird das Gemüse nicht übermäßig weich? Nein. Man darf es natürlich nur kurz anbraten, dass die Röststoffe es sich entwickeln können, dass der Geschmack von den Gewürzen in das Gemüse übergeht und dann eben abbrechen, also dann kalt werden lassen, dann das Fleisch oben drauf setzen und dann abends noch mal erhitzen. Das ist eine wunderbare Geschichte. Ja, dann Olli, dann weißt du ja, was es als nächstes gibt. Alles klar. Was machst du aktuell? Was hast du für Projekte zurzeit? Ich habe jetzt gerade gemacht diesen Mark Wahlberg Max Payne, so eine Verfilmung von so einem Computerspiel. Es ist eigentlich querbeet im Grunde genommen. Aktuell so ein paar Hannah Montana Werbespots, High School Musical, Werbung querbeet. Ja, eben und synchron. Ein Haufen. Ist das nicht wahnsinnig schwer, wenn man jetzt da so ein. Ihr seht ja den Film an sich, aber ohne Ton wahrscheinlich. Du sitzt da mit dem Buch, wo der Text drin steht. Ja, also ist das Textbuch vor dir und ein Film ist zum Beispiel in, sagen wir, 400 Takes eingeteilt. Dann heißt es, Oliver, machst du Take 125, schaust im Dialogbuch nach. Take 125 ist dann Abschnitt, ein Take von vielleicht 5 bis 10 Sekunden, ein Satz, zwei Sätze. Ja, und dann aber du musst doch dann mit den Lippen hinterherkommen. Da ist es wichtig, dass die Vorarbeit gut ist. Wenn das Dialogbuch stimmt, dann ist das schon relativ lippensynchron. Was ist für ein Kochen-Dialogbuch? Das weiß, was ist das? Ja, das ist im Prinzip also das, wie ein Drehbuch. Ja, wie ein Drehbuch, ja, genau. Ja. Okay. Und also als Sprecher musst du quasi dann das Timing drauf haben, die Pausen richtig setzen, klar. Übst du da vorher? Kriegst du die Bücher vorher, dass du weißt, in welche Rolle du auch gehen musst? Es gab bis vor ein paar Jahren gab es noch die Originalkassette oder DVD vom Film. Zum Einstudieren der Rolle. Aber durch diese Internetverbreitung haben die so einen Schiss davor, dass die nicht mehr rausgeben. Das heißt, du kannst dir einen Film, wenn du ihn anschauen willst, musst du in die Firma und kannst ihn dir da ansehen. Weil die einfach Angst haben, dass das sonst auf irgendwelchen Wegen ins Internet kommt, dann ist der Film gelaufen von den Zuschauerzahlen. So ändern sich die Zeiten. Ja. War früher wohl wahrscheinlich kein Thema. Nee, überhaupt nicht. Also noch vor 5, 6 Jahren war das noch ganz anders. Da hast du eben dich vorbereiten können, dir auf die Rolle. Ja, aber jetzt ist ja auch so, dass die Kinostarts sind mittlerweile ja weltweit auch gleichzeitig. Einfach aus dieser Angst heraus, dass das abkopiert wird irgendwo und im Internet steht und dann die Zuschauerzahlen nicht mehr stimmen. Und geht man da zum Vorsprechen, wenn man jetzt sich, oder wie funktioniert das? Es gibt schon noch Castings für gewisse Rollen, aber im Großen und Ganzen so die etablierten Sprecher, die kennen dann schon die Kunden auch. Also die gehen gezielt auf dich zu und sagen, wir brauchen dich für die Rolle X. Ja, das ist also so, dass ich dann den Anruf kriege und sage, Olli, die sagen mir, Olli, komm bitte, mach das. Schön. Und die ganzen Sendergeschichten laufen so mehr oder weniger nebenher? Bei ProSieben diese Trailer. Schön, schön weiter auf die Platte drauf. Ja, beim ProSieben, das ist so ein Job, den mache ich so einmal die Woche am Freitag, beim Disney Channel alle 2 Wochen am Donnerstag. Mal ein bisschen hier rüber, oder? Wir machen auch so rum. Besser? Ja. Und es sind so feste Termine, die anderen Sachen, Werbung oder so, da kommen sie eben, wie gesagt, auf mich dann zu. Ein bisschen auch, ne? Ja, kannst du ruhig für uns drei, das stellen wir dann in die Mitte vom Tisch. Sehr schön, jawohl. Und die Steaks sind jetzt Wahnsinn, ne? Ja. Das ist klar, dass das nichts wird mit dem Schwenken. Aber es gibt auch kleinere Pfannen. Also ja, du darfst es dann, wenn wir uns das nächste Mal sehen, üben wir zwei das. Okay. Mit so einer kleinen Frühstückspfanne. Ja, super. Und zu zweit, das will ich sehen. Super. So, das ist doch sehr hübsch. Dann holen wir mal das Fleisch aus dem Backofen. Holen wir das mal ein bisschen hier noch. Das ist schon, okay. Gut, sehr fein. Dann haben wir hier unser Kaviar, super.
Willst du es hier drauf anrichten? Ja, ja. Sollen wir das dann. Ich nehme das jetzt auch mal bewusst, dass man ja. das auch mal sieht mit den Händen, das weil ein Kochberuf ist ein hygienischer ja. Beruf und das ist so ähnlich wie ist ein Handwerksberuf und da arbeitet man eben da damit. Ja. Und der Fleischsaft, der jetzt hier entstanden ist, den stellen wir jetzt nochmal auf, kochen den ein bisschen ein und da kann man dann auch, wenn man möchte, noch einen Schluck Wein dazu machen, ein Stückchen Butter mit rein und dann hat man gleich einen natürlichen Fleischsaft, also der nicht nach irgendeiner Päckchen, Suppe, klar. Soße schmeckt, sondern der nach dem schmeckt, was es auch sein soll. Ja, super, dann sind wir soweit. Wir können essen. Gehen wir essen. Gehen wir essen.